Meine Mama kommt gleich und wir machen ihre Spezialität. Und zwar hat sie eine Allergie und verträgt kein Gluten. Und deswegen machen wir glutenfreies Brot. Das ist Mama. Hast du jetzt angefangen schon zu filmen? Ja. Aber das kannst du ja dann auch wieder wegschneiden. Ja. Wichtig für die Herstellung von glutenfreiem Brot ist, dass ihr berücksichtigt, einmal Buchweizenmehl zu nehmen und zweitens ein Bindemittel entsprechend zu nehmen. Das wäre dann sowas wie Leinsamen, geschrotet. Und als drittes ein Stärkemittel. Das machen wir aber erst kurz vor dem Backen hinein. Wir können jetzt einmal das Backferment benutzen, die ganze Tüte. Alternativ haben wir von unserem Teigansatz hier 2 bis 3 Esslöffel vorbereitet. Und das bewirkt einfach, dass der Teig eben entsprechend auch geht. Ach, weil du keine Hefe da hast, deswegen. Genau, herkömmliches Meersalz, ungefähr einen Teelöffel. Dann kommt wieder Buchweizenmehl, glutenfreies, hinzu. Statt Buchweizenmehl könnt ihr auch Amaranth oder Quinoa oder Reismehl oder Maismehl nehmen, ganz nach Geschmack. Ich nehme eben immer Buchweizenmehl, das gelingt sehr gut. In dem Paket sind 500 Gramm, ne? Genau. Also du machst wie viel rein jetzt ungefähr? Je nach Größe des Brotes, welches ihr machen wollt, kann man jetzt ein halbes Paket oder Viertel oder Ganzes, wie auch immer, reinnehmen. Also ich mache ungefähr immer ein halbes Paket rein. Zusätzlich kann man in den Ansatz auch Buchweizengrütze nehmen. Das mag ich sehr gern. Das hat dann nochmal so einen Vollkorncharakter. Die zweite Komponente, die macht, dass der Teig auch entsprechend gebunden ist. Also das Bindemittel, welches ich nehme, ist Leinsamen geschrotet. Auch alternativ Chiasamen oder Tapiokamehl, Agar-Agar oder Eier. Das Ganze wieder mit Wasser verrühren. Einfach so lange, bis man entsprechend eine cremige Masse. Am besten mit einem Holzlöffel, keinen Metalllöffel nehmen und das Ganze dann auch wieder an einen warmen Ort stellen für ca. 12 Stunden. Das muss eben ein bisschen geplant werden. Das ist der einzige Nachteil bei diesem Brot. So, das könnte ein bisschen fester noch sein. Das Ganze einfach farbbar auch so dünn bleiben, und wenn wir es jetzt an einen warmen Ort stellen, dann ist es nachher so ein bisschen blubberig geworden und wird ein bisschen höher. Am besten noch mit einem Geschirrhandtuch zudecken, dass es wirklich auch keinen Zug bekommt. Das ist jetzt hier für ca. 12 Stunden an den Kamin. Es kann aber sein, dass es auch, wenn er jetzt an ist, ist jetzt auch tatsächlich heiß, dann nach 4-5 Stunden schon beschleunigt entsprechend geht. So, wir haben jetzt unseren Teig gehen lassen und schauen mal, wie gut er geworden ist. Das sieht schon ganz toll aus. Wir rühren mal um. Recht gut. Wie ihr seht, so ein bisschen blubbert das jetzt auch auf. Unten ist es ein bisschen flüssiger und oben ist es doch recht fest geworden und auch ein bisschen gegangen, wie man sieht. Denkt dran, für den nächsten Brotteig eine Menge abzufüllen. Dann braucht ihr das Backferment nicht benutzen. Also so 1-2 Esslöffel. Wenn ihr nicht sofort einen Teig ansetzen wollt, könnt ihr das erstmal in den Kühlschrank stellen für ein paar Tage und ansonsten gleich wieder eine neue Menge ansetzen. Den Backofen heizen wir schon mal vor und stellen ihn auf Umluft und um die 200 Grad. Und wenn der Teig dann 12 Stunden gegangen ist, fügt man ihm dann als Triebmittel ein Stärkemehl hinzu. Das kann eben Kartoffelmehl oder Kartoffelstärke sein oder Maisstärke oder Reismehl oder Vollkornreismehl oder Klebreismehl oder Tapiokamehl. So, jetzt fügen wir Kartoffelstärke hinzu. Backpulver, ungefähr eine halbe Tüte. Weinstein-Backpulver eignet sich auch besonders gut. Weinstein-Backpulver. Ja, das Ganze muss ein bisschen fester sein. Dann füge ich noch Buchweizenflocken hinzu. Das ist im Prinzip jetzt das Grundrezept. Jetzt nach Belieben eben Sonnenblumenkerne. Ihr könnt das gerne noch ein bisschen mit Salz obendrauf verfeinern. Mit Olivenöl.
verschließen wir das Ganze und dann kommt es in den Backofen. Wir stellen es in den vorgeheizten Backofen. Minuten. Sehr schön. Ein Blick hinein, wow, das ist wunderschön geworden. Ganz braun, kross, diesmal sogar ein kleiner Riss in der Mitte. Das ist cool, wie bei einem herkömmlichen Brot. Sehr schön. Jetzt einen ganz kleinen Moment abkühlen lassen, ganz wichtig. Und dann könnt ihr es aus der Form lösen und ja, den ersten Tag dann auch die ganze Zeit einfach draußen stehen lassen und danach dann in das Bienenwachspapier einwickeln. Und dann ist es bestimmt eine Woche weich. Und das ist Bienenwachspapier, ganz toll und hält das Brot dann nachher ganz frisch. Hier ist jetzt nur noch der Rest eines Leibes zu sehen mit Sonnenblumen. 20 Minuten.